Hallo und herzlich willkommen. Das Convertible Notebook Spin 3 von Acer besticht mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gut es mit der aktuellsten Ubuntu 21.04 Version funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Außerdem gehe ich noch auf die Neuerungen von Ubuntu Hirsute Hippo ein. Bleib dran, es lohnt sich! Was gibt es Neues in der aktuellsten Version? Große Änderungen gegenüber den Vorgängern 21.10 oder der Long-Term-Variante 20.04 muss man gezielt suchen. Canonical, die Firma hinter Ubuntu, hat sich entschieden, auf das brandneue GNOME 40 zu verzichten. Unter der Haube wurde vor allem an der Stabilität gearbeitet. Außerdem wurden die Programme aktualisiert. Firefox liegt in der Version 87.0 vor. Thunderbird, das Standard-E-Mail-Programm, hat ein Upgrade auf 78.8.1 erhalten. LibreOffice liegt in der Fassung 7.1.2.1 vor. Die Emoji-App, auf Deutsch Zeichen, kann nun ganze Ketten an Smileys markieren und in andere Programme einfügen. Normale Benutzer ohne Sudo-Rechte haben nun keinen Zugriff mehr auf die Home-Laufwerke anderer User. Auch Ubuntu in der Variante 21.04 zieht nun mit den anderen Distributionen gleich und verwendet das Display-Protokoll Wayland, welches nun unter der Haube die Fenster zuverlässig rendert. Ein frisch gebootetes System belegt 1,1 bis 1,3 GB RAM-Speicher. Im Leerlauf wird die CPU im Schnitt mit 2% bis 5% belastet. Bei mehreren geöffneten Programmen und YouTube im Hintergrund wächst der Speicherverbrauch schnell auf 2,5 GB. Für uralte Kisten mit weniger als 2 GB ist Ubuntu 21.04 daher weniger gut geeignet. 4 GB RAM sollten es zum flüssigen Arbeiten schon sein. Ubuntu 21.04 ist für alle diejenigen interessant, die so wie ich ein Acer Spin 3 Convertible Notebook haben oder sich ein ähnliches Gerät vor 3 bis 6 Monaten gekauft haben. Alle meine Versuche mit Ubuntu 20.04 oder 21.10, das Touchpad und vor allem den Touchscreen zur Mitarbeit zu bewegen, blieben bei mir damals erfolglos. Mit einem kleinen Hack in den Startparametern funktioniert das Acer Spin 3 anstandslos. Berührungen auf dem Touchscreen werden präzise, schnell und ohne Verzögerungen umgesetzt. Auch das Treffen von kleinen Menüpunkten oder das Schließen von Fenstern funktionieren einwandfrei. Ich bin einfach nur begeistert. So muss das sein. Das Scrollen in Firefox inklusive automatische Einblendung der Bildschirmtastatur ist nun möglich. Der Krampffaktor früherer Zeiten ist vorbei. Nach 1 bis 2 Minuten habe ich mich an die Touchbedienung gewöhnt. Das Acer Spin 3 wechselt zuverlässig beim Zuklappen des Displays sowie auch über das Einstellungsmenü in den Bereitschaftsmodus. Vor allem wacht das Gerät aus diesem Modus wieder auf und ist dann einsatzbereit. Damit das Touchscreen funktioniert, ist es notwendig, die Grab-Parameter wie im Video gezeigt zu ändern, die ich euch natürlich in die Videobeschreibung eingefügt habe. Ich freue mich, dass du mein unter 5 Minuten Review von Ubuntu 21.04 bis zum Ende angesehen hast. Du kannst mich unterstützen, indem du dieses Video in den sozialen Netzwerken teilst. Bitte klicke auch auf den Abonnieren-Button, um zukünftig kein neues Video zu verpassen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao und tschüss und vor allem bleib gesund!